Es war der 30. Juli 2020, als nach Flammarbeiten die Mittelschule St. Marein im Mürztal brannte. Wie durch ein Wunder wurde damals niemand verletzt. Hell, freundlich und modern, so präsentiert sich die dank eines Zubaus nun auch vergrößerte neue Mittelschule. Diese wurde nun nach über zweijähriger Bauzeit eröffnet. Ein wunderbarer Tag für Bürgermeister Günther Ofner. Ein wunderbarer Tag, wahrlich. Ja, wir sind sehr froh, dass wir nach 2 Jahren und 4 Monaten nach dem Brand unsere neue Mittelschule, neu im Sinne von Umbau und renoviert, hier eröffnen dürfen. Und die Räumlichkeiten sprechen für sich. Wir sind sehr froh, dass wir diese Räumlichkeiten den Kindern, dem Lehrpersonal und allen, die hier das Gebäude betreten, bieten können. Und ich freue mich irrsinnig. Ja, ich glaube, es ist sehr gut gelungen und es ist sehr erfreulich, dass nach diesem Brand, der ja weite Teile der Schule zerstört hat, man so eine tolle Lösung finden konnte und jetzt die Schülerinnen und Schüler wieder in einer perfekten Umgebung ihren Unterricht genießen können. In der Not halten alle erstaunlich gut zusammen. Es hat sehr gut funktioniert, aber nur deshalb, weil einfach ganz große Solidarität sich gezeigt hat unter den Kindern, unter den Eltern, unter den Lehrpersonen. Es war eine ganz große Hilfsbereitschaft. Auch die Volksschule hat uns 2 Klassen zur Verfügung gestellt. Die Hauswirtschaftsschule in St. Lorenzen, St. Martin hat uns die Küche zur Verfügung gestellt. Das war alles nicht brauchbar. Wir sind sehr eng zusammengerückt. Wir haben Räume wieder in Klassen rückbauen lassen, um den Unterricht zu gewährleisten. Ich wollte unbedingt Container vermeiden und meine Kinder so gut wie möglich im Haus bzw. im Nachbarhaus mit dem Durchgang in die Volksschule betreuen können. Jetzt ist ja alles neu. Freuen Sie sich? Unglaublich, unglaublich. Jeder Besucher, der kommt nicht nur heute, sagt, es ist hell, es ist schön, es ist Holz, es ist freundlich. Und das soll es ja auch sein. Es soll ein Wohlfühlort für die Kinder sein. Ich denke, das zeigt sich jeden Tag, dass die Kinder sich gut und wohlfühlen, ein gutes Lernklima vorfinden. Und Kolleginnen und Kollegen, muss man sich vorstellen, die sind das nicht gewohnt, dass sie einen eigenen Arbeitsplatz haben. Also in fast 40 Dienstjahren habe ich das selber an ganz wenigen Schulen erlebt, wo man einen Schreibtisch für sich alleine zur Verfügung hat. Wir haben jetzt ein Konferenzzimmer mit eigenen Schreibtischen und Kästen für jede Lehrperson. Man kann sich sehr gut vorbereiten und nachbereiten.